Leute, ich habe jetzt diese Trommel-Magazin-Mod drauf. Auf der AK. Geil, oder? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seven Days to Die. Und schon springe ich die Leiter. Mega. Hello. Durchdrehen. So, und jetzt will ich nur da ganz kurz zu unserer Base. Und endlich das Ei gefunden. Auch. Und endlich auch die andere Geschichte abbauen. Und ganz ehrlich, ich muss eigentlich auch mal für dich schauen. Wir haben hier in diesem Ort, wo wir wohnen, da ist auch ein Haus mit Zement. Das sieht genauso aus wie das, was ich dir markiert hatte jetzt. Okay. Ja, also gerne. Guck ruhig nach. Ich fahre jetzt aber erstmal zur Base zurück und kümmere mich um die Dinge, die da demnächst kommen. Ne? Ja. Ja, aber das ist eventuell erstmal Priorität 1. Eventuell kommt da ja was demnächst. Ja, eventuell. Man weiß es nicht. Ja. Tag 21, krass. Ich sehe mich jetzt schon in die Kirche reinlaufen. Und dann kommen mir die Zombies entgegen, wo ich glaube, sie sind nicht da und auf einmal kommen sie doch. So, jetzt probiere ich's mit der Schaufel. Klappt. Wie gut. Danke für den Tipp an alle. Danke. Oh, wie gut. Okay, jetzt sind wir hier. I don't know what you mean, aber... Jetzt können wir hier komplett hin. Aktiv. Kann ich den Gebietsschutzblock wieder entfernen? Ah ne, nur für die Radkappenmine. Okay. Ich habe ihn entfernen können. Was er jetzt gibt, ey. Ich pack mal die Radkappe in den Tresor mit rein, weil daraus kann man Minen bauen. Ja, einfach nur mal so. Ja. Für mich, dass du dich wunderst, was macht die komische Radkappe da? Ja. So. Dann kommt hier noch ein bisschen Blei. John's Ham Radios. Okay, das. Okay, du wolltest geschmiedeten Stahl haben. Wie viele Blöcke brauchst du denn? Eigentlich nicht viel. Ich mach mal. Wow! Alter, erschreck mich doch nicht so. Alter. Okay. Also ich mach dir mal 100 Stück, ne? Ja, das genau. Das wird ja wieder ein bisschen reichen. Hier ist ein leerer Koffer. Ach, hier waren wir hier schon? Anscheinend. Wollt ihr gerade was mega krasses looten? Warum ist denn... Wo ist denn unser Eisen hin? Ich weiß es nicht mehr. Also was wird immer... Ich mache jetzt hier einfach mal Eisen. So, zack. Ja, und dann ja. Einmal ablegen. So, okay. Wahrscheinlich ist es hier drin. Nee, doch nicht. So, hier ist der Metzger. Hier ist der Metzger. Was ist denn hier? Zack. Und ich möchte gerne Rezepte, Betonmischung. 180.
Warum 180? Weil ich nur 180 Bruchsand habe. Okay. Haben wir irgendwo noch Bruchsand? Nee, ne? Bruchsand hat man nicht mehr. Nee, dann Nein. brauche ich auf jeden Fall noch Bruchsand. I need some break Bruchsand. sand. Mal einfach hier unseren Pool weiter aus. Ja, Mann. Also irgendwann bekommst du da auch deinen Pool, ne? Ich heb schon mal das Loch aus. Bin voll dafür, weißt du. Ja, Mann. So, und dann werde ich erstmal im nächsten Schritt auf jeden Fall neue Werkzeuge craften, weil ich hampel hier immer noch mit einer Level 2 Axt und mit einer Level 2 Schaufel rum. Ja. Was zwar nicht wirklich schlimm ist, weil das ja nicht aussagt, wie gut die ist, sondern nur wie lange sie halten. Aber macht schon mehr Spaß, wenn da andersfarbige Balken unten im Inventar sind. Ja, Muss man Mann. ganz ganz ehrlich sagen. Hat Auge craftet mit. Was ist eigentlich Eisen? Eisen ist immer gut, ne? Eisen ist immer gut. Kann man, Eisen ist immer gut. Eisen ist immer gut. Nehme Eisen ich braucht doch man für so Eisen viel mit. Gedöns. Genau. Also dann die zweite machen wir mal hier. Warum, liebe Ja. Nadine, Ja. warum kann ich nicht den Erdbruch? Kannst du mir diese Frage bitte beantworten? Das fragen wir uns doch schon länger. Ja. Wir wissen es immer noch nicht. Warum benutzen wir den Erdbohrer nicht? Warum, Weil er warum? Stufe 1 ist und sehr viel Benzin verbraucht. Das war eigentlich unser Hauptgrund. Ja, aber Benzin haben wir ja inzwischen auch ein bisschen was auf Tasche, ne? Ich frage mich Ja, wir gerade, beantworten diese warum. Frage das nächste Mal. Ja, okay, gut. Wenn sie aufkommt, das nächste Mal, okay? Dann. Ja. Bitte frag niemals danach. Ja. Wieso komme ich da nicht rüber? Jetzt. Mann, ey. Könnte sein, dass ich sterbe. Gut, oder? Nein, mach doch nicht sowas. Bis jetzt sieht es noch ganz gut aus bei dir eigentlich. Vom roten Balken her. Ja, aber Please don't die. ich tue mich hier wieder in alleine in Dinge. Ich mache Dinge. Weißt du? So, ich mach mal ein Stück Kuchen. Ja. Ich nicht noch Inventar? Nee, habe ich nicht. Aber ich habe demnächst habe ich meinen nächsten Punkt. Ja. So. Also ich habe jetzt schon bei Wahrnehmung 4 Level. So, ich wollte ja mal gucken. Oh, ich habe ja auch einen Stealth habe Punkt. ich. 3, 4, das ist alles noch nicht so geil. Also ich Ich habe bin hier noch nicht so auch ganz einen Punkt. zufrieden. Bin noch nicht so ganz zufrieden. Ja, warum? Ja, weil ich gerne andere Sache auch noch, andere Sachen auch noch gerne. Ich würde gern viel mehr leveln. Weißt Ja, sagt mir du? was. Kennst du das, ja? So, also Kenn ich wollte Werkzeug craften. Okay, also pass mal auf, was haben wir denn hier? Ich brauche auf jeden Fall eine Steinaxt. Was kann ich denn für eine Steinaxt machen? Steinaxt inzwischen Level 4. Ja, doch, mach das doch mal. So, hast du eine Steinaxt Level 4? Nadine, Eine mach einfach mal Stahlspitzhacke, welche. eine Axt, eine Axt, eine Axt, eine Axt. Nee, ich habe eine stählerne Feueraxt. Ah, okay, gut. Dann ist die auch erstmal okay. So, dann eine Schaufel. Was kann ich denn für Schaufeln machen? Eine Eisenschaufel könnte ich Level 4 machen. Brauche ich Leder, Klebeband?
Eisen und Holz für. Haben wir Klebeband? Hattest du was gemacht? Klebeband habe ich 8 Stück oder sowas eingelegt. Okay, cool. Klebeband. Kann ich machen aus Kleber und Stofffetzen. Habe ich zufällig auf der Hand. Und noch ein bisschen Kleber irgendwo umliegen. Dann... Ich mach mal ein paar Klebebänder. Bauplan Holzbogen. Benutze ich, Holzbogen? Ne? Ja. Ja. Ist nicht so geil, gell? Nee. Wir haben, glaube ich, schon den anderen Bauplan. So. Dann. Falls du dich fragst, wo ich bin. Nee, tust du gar nicht. Natürlich, Nadine. Wo bist du denn? Bitte melde dich. Bitte melde dich. Ich bin in diesem Gebäude, was eingezäunt ist. Das nehme ich gerade auseinander. Da schaffe ich mich gerade durch. Okay. Ja, ich mache hier gerade so ein bisschen Kram. Einfach ja, mit, ja, ja. Mach. Werkzeuge craften und so. Ja. Okay, also dann kann ich jetzt hier eine Schaufel, Eisenschaufel. Stahlschaufel brauche ich wieder einen Bauplan für. Okay, Eisenschaufel. Geschmiedetes Eisen. 40! Willst du mich verarschen? Achso, Eisen, nicht Stahl. Okay. Dann brauche ich noch ein bisschen Leder. Und soll ich dir auch gleich eine Level 4 Eisenschaufel machen oder bist du damit versorgt? Eine Eisenschaufel habe ich dabei. Ich habe nur eine Stahlschaufel dabei. Wir haben gar keine Eisenschaufel anscheinend, ne? Ach, du hast immer schon die ganzen geilen Stahlgeschichten auf der Hand. Das ist ja, so weil cool. Wir sie im Lager haben. So, ich habe hier nichts im Lager. Ich sehe im Lager nur Eisen. Wir haben zwei Stahlschaufeln im Lager. Eine Stahlschaufel Level 1, die muss man aber erstmal reparieren. Und dann noch eine Eisenschaufel. Das ist nichts. Aber ist denn so schlimm? Weil wir haben ja auch noch ein Erdbuch. Am Ende. So. Also ich baue mir jetzt erstmal so eine schöne. Bam. Eisenschaufel Level 4. Mega gut. So, dann kann ich mir eine Spitzhacke bestimmt auch nochmal machen. Auch Level 4. Das ist Eisen. Nicht schlecht, was ich gerade mache. Fertige. Okay, cool. Das fand ich jetzt gar nicht so schlecht. So, jetzt brauchen wir mal wieder ein bisschen geschmiedete Eisen. Alter, ich bin im Loot-Paradies, Leute. Ich so, weiß, einige von euch werden wieder sagen, was will die eigentlich? Das ist voll fake. Fertige. Voll lame. Aber für mich ist das ganz toll. Das versteht ihr nicht. Okay, so, ich mach mal ein bisschen Munition wieder für dich auch schon mal vorbereiten. Ja, very nice. Mal das müssen wir ja auch machen, Schussspitzen. Ne? Ja. Ich bin dabei. Oh oh. Wie kann ich denn testen, ob der Kochtopf eine Bombe ist? Am einfachsten ist drauf schießen. Am besten mit einem Pfeil. Dann verbrauchst du keine Munition. Ich hab keinen Pfeil. Hier ist alles voller Kochtöpfe. Weißt du? Das war schon mal keine Bombe. Oh. Anscheinend auch keine. Pass auf, jetzt gehe ich wieder hoch. Ich lach mich tot. Vielleicht habe ich auch daneben geschossen, weißt du? Bitte nicht explodieren. Ja, dann. Oh! Ich habe Menschen. Ich habe Menschen geweckt. Und ich habe sie sehr sparsam entfernt. Ich werde das jetzt einfach ignorieren, diese Kuchen. Wir brauchen ja keinen. Nee, wir haben auch noch viel hier rumstehen und wir können uns auch welche craften für den Fall, was wir brauchen sollten. So, was kann ich hier machen? Ich wollte hier noch ein bisschen Zement machen. Zack.
viel Zement. Ich brauche kleine Steine. Vor dem Ganzen nicht. Kleine Steine habe ich doch hier erst abgebaut. So. Bäm. Feuer frei. Nochmal 500 Stück. Okay, das gefällt mir sehr gut. So, wir haben Geschossspitzen. Haben wir hier noch irgendwo Geschossspitzen? Die sind noch 162. Okay, das heißt, wir brauchen... Brauche ich nochmal... Oh Gott, ich möchte mir irgendwann mal aufschreiben, was ich alles für Munition brauche. Ja. Also du hast ja gesagt, du willst erstmal nur noch diese 745, wie das Ding heißt da, ne? Ja, ja, ja. Das wäre... 762er Munition. Ja. Okay, da braucht man Geschossspitzen. Haben wir jetzt gleich 600 irgendwas Schießpulver? Ich glaube, ich bin im Minenfeld. Pass bitte auf. Sieht so komisch aus, die Sachen, die auf dem Boden liegen. Die habe ich noch nie gesehen. Ruhig. Fuck. Irgendwer... Bist du hier in der Nähe? Nein. Ja, wer bist du denn? Und was machst du an den Leben von der Nadine? Geh mal da weg. Ist das wieder eine Horde? Nee, es war ein einzelner Vetter. Ich weiß nicht, wo der herkam. Und was der hier, vor allem, wo ist er reingekommen? Hier muss jetzt irgendwo ein Loch sein, eigentlich. Keine Ahnung. Aber ich lasse ihn da jetzt erstmal liegen. Und gehe wieder schön. Okay, sorry, ich hatte nur was ganz leise gehört, deswegen habe ich kurz mal. Ja. Geschrien. Ich bin jetzt traurig. Wie geht's weiter? Also, was wollte ich gerade machen? Ich wollte Munition bauen, genau. Schießpulver erstmal. Brauchen wir ohne Ende. Wieder unser altes Problem. Ja. Kohle. Da war noch was. Oh, okay. Hier ist ein Lagerfeuer. Ist aber nichts drin. Ah, das kann man auch einnehmen, ne? Als Lager. Ist auch eine geile Idee eigentlich, wenn man es so will. Auch schon voll da reingekesselt. Good morning in the morning. Bist du nicht tot? Warum? Hä? Sollte ich tot sein? Du doch nicht. Ich kämpfe hier. Ich bin ein Lonely Ranger, verstehst du? Ich war gerade ganz woanders. Ich bin ein Lonely Ranger. Okay, zack, zack. Und kämpfe hier und überlebe ganz allein. Ja, ist doch schön. Was macht denn das mit dir so? Es macht mich verrückt. So, Eisen. Dann kommt die Stahl. Okay, also wir haben hier eine Level 2 stählerne Feueraxt übrigens jetzt rumliegen. Mega. So, dann habe ich hier meine... Oh ja, perfekt, dass meine andere Axt gerade durch ist. Dann kann ich mit Mods hier nehmen. Zack. So, Level 3. Ich sehe mich echt schon in eine Falle tappen. Und gleich noch schön gelb gemacht, das Ding, wunderbar. Brauchen wir einen Motor? Immer. Nicht fragen. Immer mitnehmen. Was mache ich am besten mit Stofffetzen? Wenn du sie entbehren kannst, oder nicht entbehren kannst, nee, wie rum? Also Stofffetzen ja, nimm mitnehmen. Für Verbände und so, immer. So.
Ich will das unbedingt mal herstellen, deswegen mache ich es jetzt. Erste Hilfe, Verband, brauche ich Aloe Creme. Achso, dann muss ich erstmal mit der Creme machen. Verbände. Aber kann ich nicht dieses Erste Hilfe-Dings. Oder muss man zuerst den Verband herstellen, um dann den Erste Hilfe-Verband herzustellen? Nee, du musst erstmal Aloe Vera-Creme herstellen. Dann kannst du aus Stofffetzen, glaube ich, Verbände mit Aloe Vera-Sachen herstellen. Genau. Klick mal die Stofffetzen an, dann geh auf Rezepte und dann siehst du doch schon, dass du es machen könntest. Den Erste-Hilfe-Verband. So. Dauert nicht so lange, weißt du? I know. Hab ich endlich noch Schrotmunition irgendwo rumliegen? Ich habe ja nur noch 11 Schuss. Ah, da sind noch 115. Okay, ich brauche. Was brauche ich? Kohle brauche ich, ne? Also, ich brauch. Ach, das kann ich nicht machen. Ich kann das noch nicht, ich weiß nicht, nicht gelernt habe. Ach so, ja, wie gesagt, wir haben hier 20 Stück. Soll ich dir irgendwas vorbeibringen? Ich muss jetzt eh nochmal los. Brauchst du irgendwas? Nee, ich wollte nur gucken, dass ich irgendwas loswerde aus meinem Inventar. Also wenn du vorbeikommen würdest, dann könntest du mit mir den Rest hier noch looten. Weil ich noch lange nicht fertig bin. Also ich brauche auf jeden Fall Kohle. Ist bei dir in der Nähe Kohle? Nein. Ansonsten bin ich bei uns in der Nähe. Ja, nee, dann ich muss ins Verbrannte Biome und bis Kohlehole. Weißt du, bis Kohlehole. Kohlehole? So, genau. Und zur Info, deine ganzen Dinger hier, die Beete, die sehen alle schon recht erntereif aus. Hab ich jetzt alles mitfallen? Wie viel da ist ein Fuck? Fuck it, ey. So. Was haben wir denn? 20, oh, 16.43 Uhr, Tag 20 und ich habe noch nicht mal irgendwas gebaut. Joa, es wird spannend. Mega! So, Ja, wir sind echt voll die Moves, ey. Ja, sind wir auch. Egal. Noch was. Ja, oder? So, ich nehme das mal mit. Ich finde das mega witzig. Ja, ich auch. Also, solange es halt irgendwie nicht langweilig wird oder so, weißt oder? Du? Wir haben ja permanent. Also, es ist ja nicht so, dass hier irgendwie einer nur rumsteht und dem anderen guckt, wie er was macht, sondern wir haben ja beide permanent irgendwas zu tun. Ja. Ich finde das mega witzig. Sieht ja voll creative. So. Ja, vor allem sind wir voll nicht im Zeitplan. Egal. Eine Kernkompetenz von uns. So. Egal. Okay, dann fahren wir los. Aber guck mal, ich bin hier voll krass am Looten. Du wirst voll stolz sein, wenn ich wiederkomme. Ich glaub's dir. Ich glaub's dir. Ich brauch mal kurz die Map. Wo war denn das? Verbrannte Biome, da lang, okay. Ja, mega, heldenhaft. So. Und sogar hier rüber. Ja. Voll agil. Agil. Im Müll findet man so gut, so viele gute Sachen. Ich bin der Müllsucher. Wo kriegt man denn noch Kohle her? Wie könnte man... Also mir fällt halt erstmal nur das verbrannte Biom ein, aber wo ist denn... Ist Kohle auch ein Rohstoff unter der Erde, dass man das irgendwie so als Mine finden kann? Also, nee, das ist, glaube ich... Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Aber ich glaube, das ist Zufall. Das ist Zufall. Ich sammle keine Federn mehr. Deswegen? Weil das nicht Priorität 1 ist, meine ich. Oder? Nee, definitiv nicht. Also bevor du irgendwas anderes Geiles liegen lässt, dafür, dass du Federn mitnimmst, bitte nicht. Weil Federn haben wir wirklich einige. Das denke ich mir doch. Aua. Aber es tut mir leid, ich kann nichts mehr aufnehmen. Ich muss nach Hause kommen. Und eventuell komme ich ja wieder. Alter.
Soll ich Zapfsäulen abbauen oder füllen die sich irgendwann wieder? Ich glaube, die füllen sich wieder automatisch dann irgendwann. Oh. Meine Warteschlange ist voll. Ist schlecht, ne? Ja. Heißt ja, dass du aktiv am Spiel teilnimmst. Weil du viele Sachen parallel craftest. Das ist ja erstmal nicht schlimm. Zerlegen im Moment. Dann muss ich die Seite noch mal machen. Hier war ich noch nicht. Aber diese Erste-Hilfe-Verbände sind echt Gold wert. Ich habe gerade ein bisschen Adler-Action gehabt und war irgendwie auf 60 runter mit Blutung und hin und her, ne? Ja. Und die Dinger stoppen ja instant die Blutung und heilen dich dann irgendwie gleich mal 40 Punkte hoch oder so. Ja. Das ist schon a big nice. Fein hart wie ein Rocker. Fein hart wie ein Schocker. Fein hart ihn. Fleisch bin. Fein hart geht es. Ab hier. So, wer bist du denn da? So, hab ich auch noch. Feuerpfeile? Dich krieg ich auch so. Du bist ganz schön dick und groß, würde ich sagen. Wow! Sag mal, ich habe auch das Gefühl, dass wir ein bisschen aggroer werden. Wenn man das so sagen kann. Ich versuche hier alles unter Kontrolle zu haben. Und dann stehen die auf einmal vor einem. Und ich erschrecke mich total. Oh, heiliger Rabimmel. So, das da hinten sieht doch nach einem verbrannten Biom aus. Nice. Von der Seite bin ich auch noch, glaube ich, noch nie rangefahren. Eventuell ergeben sich ja hier neue Möglichkeiten. Am End. So, jetzt muss ich hier noch erstmal mal ein Schwein. Schwein kann ich auch mitnehmen, ne? Mega. Ja. Zerlegen. Wo war denn hier noch was? Hier. Zerlegen. So. Komme ich jetzt hier nicht rein. Soll ich mir mal einen Spaß machen? Ist das ein Kohleblock? Bitte sei ein Kohleblock. Ja, mach dir mal einen Spaß. Zu machen dies ja auch bei The Walking Dead, weißt du? Das war schon mal kein Kohleblock. Ist das da hinten ein Kohleblock? Bitte kein Loot. Kann nichts mehr mitnehmen. Bitte kein Loot. Es tut mir so leid. Ich hasse alles. Ja, alles Steine. Okay. Die wenigsten werden meine Not verstehen. Die allerwenigsten Menschen. Das heißt, du hast gerade wieder geiles Loot gefunden und kannst es nicht mehr mitnehmen. Nee, aber das ist hier nur Steindinger. Eben nett. Mann. Deswegen werden es ja die wenigen verstehen. Weil ich eben eigentlich nichts gefunden habe. Ach so, dann hast du ja nur Zeitverschwendung oder was? Und ich will sie trotzdem, ich will trotzdem alles mitnehmen. Das ist mein Problem. Aua! So, das sieht aus wie Kohle hier. Komm. Jetzt aber nur Lehm. Okay.
Ich suche dringend Kohleblöcke, Kohleblöcke, Kohleblöcke. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Kohleblöcke und ach, da kommt da. Finde nichts. Good morning! Oh, da kommen noch mehr. Dann muss ich leider schießen. Aber irgendwie sieht mir das aus nach einer Mine, wo ich hier bin. Da war ich schon. Das sieht mir nicht gut aus. Jetzt werde ich gleich in die Luft gesprengt. Verstehe es nicht, Jungs. Ich wollte das doch nicht. Mach mal einen hohen Bogen drum. Vor allem einen hohen. Jetzt auch noch hier. Legst hier die Blöcke raus. Das war jetzt nichts. War ich da jetzt schon? Wie bitte? Ich rede mit mir selbst. Okay. Alles gut. Ich hab Angst. So ein bisschen. Was das Spiel mit mir tut. Hier ist eine Kiste, aber die ist leer. Ich finde keine Möglichkeit, um Kohle zu craften gerade. Oh. Das ist so ein bisschen mein Problem, obwohl ich hier schon viel weiter in diesem Biom drin bin, als ich je wollte. Ja. Viel, viel weiter. Mhm. Sind ja schon über einen Kilometer voneinander entfernt inzwischen. Wir? Ja. Sag mal, klopfst du? Nee, ich bin über einen Kilometer weg. Also alles, was du hörst, sind Zombies. Oder das, irgendwelche das anderen. Das hat sich angehört, als ob jemand klopft. Die können doch nicht klopfen. Dann graben sie vielleicht gerade durch einen Berg oder so. Alter. Ich bin im Loot Paradise. Also ich. Jetzt mal voll ist. Es ist eigentlich kein Paradise. Aber für uns in unserer Situation ist es ein Paradise. Weil wenn du dir jetzt mal überlegst, mit wie viel Blei und allem möglichen Zeug ich nach Hause komme. Oh, Blei ist gut. Du wirst so glücklich sein. Guck mal, alleine jetzt habe ich 260 Eisen, 74 Blei und 670 Messing. Ja, geil. Alles in die Schmiede rein. Direkt wieder in die Schmiede. Also. Das ist alles nix. Das habe ich schon gelesen. Scheiße. Ein Messing-Dingsbums-Körper. Kann ich das auch abbauen? Ja, mach doch mal. Ich will gleich mal testen, wie das wieder rauskommt. Weil, nö. Also wenn man das direkt in die Schmiede tut, kommen ungefähr 250 raus. Und dann wäre es mal interessant, was passiert, wenn man. Was ist denn hier passiert? Oh nein. Haben wir schon mal gegraben? Gab es hier mal einen Schatz irgendwie? Im verbrannten Biom haben wir da schon mal irgendwas gemacht? Brauchen wir Kochgrills noch? Nö. Kann ich zerlegen, ne? Ja. Oh Gott. Jetzt geht's hoch. Nix. Bei dir ist nix. Okay, man kommt halt hier zu Fuß viel, viel schneller voran als mit dem Fahrrad in diesem scheiß Biom.
Und es ist wieder nur ein Stein hier, ne? Warum ist hier nichts? Hier ist bestimmt, das ist bestimmt eine Mine. Ne, das ist ein Nest. Ich habe ein Vogelnest gefunden. Oh Mann, ohne Eier. Warum gibt es hier keine? Die Sachen kann ich bestimmt auch abbauen. What the fuck? Du, ich bin fertig mit dem Gebäude. Krass. Oh, nice. GUHT, würde ich sagen. Oh, nice. Ich hab gedacht, hier oben gibt's noch irgendwas Geiles. Aber I'm very sorry. Ich darf nur nicht jetzt nicht an die Mine kommen. Habe ich meinen Vater auf die Tasche, ne? War auch offen gewesen. Scheiß Lehm. Mega. Na 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 na. Mega. So, jetzt war ich doch produktiv. An unserem 20. Tag. Oder? Ja, keine Ahnung, warst du? Ja, war ich. Gut, dann war's. Ich wollte die ganze Zeit schon dieses Gebäude looten. Oh ja, endlich. Oh, geil, okay, ich habe eine Kohleader gefunden. Gott sei Dank. Bitte. Ja, aber jetzt verrat du mir halt mal, wie man sowas findet. Was denn? Kohle. Eine Kohleader? Ja. Ich renne hier seit, keine Ahnung, seit ich gesagt habe, ich renne hier rum und habe gerade durch Zufall eine gefunden. Ach so. Es gibt halt diese Steine, die überall rumliegen, wie auch normale Ressourcensteine. Ja. Und wenn man Glück hat, hat halt einer davon mal Kohle mit drin. Und so. Steine. Okay, das waren jetzt irgendwie nur 300 Kohle. Das war ein bisschen sehr wenig und mehr ist. Ah doch, da einer ist noch. Okay. 4. Wo ist unser Sleeping Room? Unser Sleeping Room. Ich hab Level Up. Nice. Gut. Soll ich mal den Verbandskasten-Typen checken? Monster. Okay. Oh, ich hab. Ich hab. Na, nee, das ist leider nur eine. Ah, doch, hier geht's ein bisschen weiter mit Kohle. Grab mich jetzt hier einfach mal in die Erde rein. Scheißegal. Ja, Mann, geil. Warte mal. Hab ich Holzrahmenblöcke bei? Ja, okay. Ja, ruf mich, wenn du nicht mehr rauskommst. Ich versuche hier noch so ein bisschen zu gucken, wo könnte ich noch rummachen. Ich meine, ich bin ja eigentlich voll. Ich dürfte ja eigentlich gar nichts mehr machen. Aber du weißt ja, wie es ist, ne? Den Drang. Trotzdem zu müssen, auch wenn man dich kann. Oh Gott. Trotzdem zu müssen, auch wenn man es nicht. Das sind immer so die Sätze, wo man kurz 3 Sekunden überlegt, habe ich das jetzt richtig gehört? Oh Gott. Okay, jetzt ist hier eine Eisenader. Nee, Eisenader will ich jetzt nicht. Ich will eigentlich nur eine Kohleader. Jetzt gehen wir mal weiter mit. Ah, hier ist wieder ein bisschen Kohle. Okay. Oh. Okay, Leute, das war die Weisheit des Tages wieder. Heute. ich bin fully loaded. Wir haben Tag 20. Und ich sortiere mich jetzt einfach weg. Und guck, was ich noch herstellen kann. Und dann ist schon Tag 21 und die Blutmond nachkommt. Also wir machen jetzt noch eine Folge, wo wir uns vorbereiten. Und dann ist die Blutmond nach. Ne? Weißt du Bescheid. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann. Jo, ciao, ciao.